So, hallo. Ich bin der Reco76 oder auch einfach nur Stefan. Ich werde heute euch mal ein oder zwei Level, je nachdem wie lange es dauert, eines meiner Lieblingsspiele auf dem Game Boy Advance vorstellen oder zeigen. Und zwar ist es das Spiel Advance Wars. Das Spiel ist Ende 2001, Anfang 2002 erschienen. Je nach Region, wie das früher halt üblicher war, als es heute ist, dass es eben da, auf verschiedenen Kontinenten unterschiedlich released worden ist. Interessant ist, das Spiel ist von der Firma Intelligent System für Nintendo entwickelt worden. Und die könnte man kennen, weil sie auch dafür verantwortlich waren für Spiele wie Fire Emblem, Paper Mario oder WarioWare, was ich persönlich fürchterlich finde, letzteres, aber es ist beliebt und bekannt. Ja, bei Advance Wars handelt es sich um ein Rundenstrategiespiel. Und wer also auf gut Deutsch Battle Isle vom Amiga kennt oder so, der weiß in etwa, was passiert. Ich dachte, ich fange einfach mal an mit der Kampagne. Die Geschichte ist hanebüchen, japanophil, kindlich irgendwie. Ja, gibt es nicht so viel zu sagen. Also. Man ist Kommandant oder weiß ich nicht, welcher Rang das ist, der Einheit Orange Star und kämpft gegen die Blue Moon. Und da kommt noch irgendwas mit Green später mal vielleicht vor. Ja, ist halt, muss man einfach mitnehmen oder ignorieren oder wegklicken. Ja, ich fange einfach mal an. Ich habe die Kampfübung, da muss man, glaube ich, 12 oder 13 Level durchspielen, damit man zum eigentlichen Spiel erst kommt. Da werden dann alle Regeln erklärt und sowas alles. Das habe ich jetzt mal darauf verzichtet. Ich habe davon, man muss die letzte Übung durchspielen, damit man dann zum eigentlichen kommt. Die Kampagne eben, die hier auch schon ausgewählt ist. Ich lege das mal an, nehme einen Spielstand und dann geht es halt los in einer imaginären Welt. Ja, das ist der Olaf. Olaf ist sozusagen der Kommandant der bösen Blue Moon. Ja, und damit höre ich dann aber auch schon auf zu erzählen. Das ist wirklich relativ hanebüchend. Ja, viel Text, auch typisch Nintendo. Dann gibt es einen Sidekick, in dem Fall ist es der Andy oder Andy. Die haben besondere Eigenschaften noch und sowas alles. So, und das ist halt. Klassisch, wie man es wie gesagt kennt, von oben. Ja, für den Game Boy Advance ging ja auch nicht so viel mehr, glaube ich. Was hätte man machen sollen? Bla, bla, bla. Und das Spiel hat halt im Laufe des Spiels kommen dann halt auch Marineeinheiten oder Lufteinheiten zum Tragen. Und ja, da muss man sich halt vorspielen. Das Spiel macht es aber sehr behutsam. Also, es ist fair. Wirklich. Also. Ich habe das Spiel sogar irgendwann mal durchgespielt. Das kommt nicht so häufig vor bei mir, dass ich Spiele wirklich richtig durchspiele. Tatsächlich auf irgendeinem, ich weiß aber nicht mehr welchem, Android-Telefon, was ich mal hatte, beim Emulator, lässt sich sehr, sehr gut steuern auf so einem Touchpad. Eben weil es eben keine schnelle Action haben muss, sondern eben Rundenstrategie. So, hier sieht man eben auch schon, wir sind die roten Einheiten und müssen gegen die Blue Moon, also die blauen Einheiten kämpfen. Unterschiedliches Terrain, Berge hier zum Beispiel, Wasser. Ja, ihr seht es ja. Wenn irgendwas passieren sollte, werde ich es einfach mal sagen. Man kann sich anzeigen lassen, die Einheiten per Knopfdruck. Ich hoffe, ich kriege das hin. Das ist der Bewegungsradius von das ist eine Haubitze. Und man muss jetzt seine Einheiten bewegen. Hier sind Städte, die müssen erobert werden. Wenn sie grau sind, sind sie eben noch neutral. Ihr seht da. Die sind rot. Erobern kann man sie tatsächlich nur mit Infanterieeinheiten. Und da muss man aufpassen. Denn hier sind Raketenwerfer zum Beispiel. Und da kann man sich einen Radius anzeigen lassen, wie weit die schießen können. Und wenn ihr also hinguckt, wenn ich da jetzt einfach mit meiner Infanterie hingehen würde, die würden sich bedanken und würden sie einfach wegschießen. Das ist eine Flugeinheit oder Flugabwehreinheit so rum. Ich spiele einfach mal drauf los. Ich habe das letzte Mal auch schon vor 10 Jahren vielleicht gespielt. Wie gesagt, auf irgendeinem Android-Telefon.
Ich weiß nicht hundertprozentig mehr genau, was jetzt hier genau passiert. Ich fange einfach mal an und hoffe, dass ich mich nicht blamiere. So, also man geht da ran und dann bietet da als nächstes automatisch schon an, was man machen kann. Und Angriff ist die beste Verteidigung. Dann greife ich mal an mit einem Panzer. Dann sieht man so einen grafischen Effekt. Und dann seht ihr, 9 von 10 Einheiten habe ich damit zerstören können. Diese angeschlagenen Einheiten können sich in eigene Städte zurückziehen, wenn sie denn, und dann ist pro Runde kriegen die, glaube ich, 2 Einheiten dazu. Das heißt, ich will eigentlich verhindern, dass sie sich verstärken. Wenn ich jetzt aber den nächsten Panzer blind hier hinsetzen würde, würden sich, wie gesagt, die Haubitzen bzw. der Raketenwerfer noch viel mehr dafür bedanken. Jetzt muss ich mal selbst überlegen, kurz, was ich mache. Hier oben sitzt auch Panther und Haubitze. Bewegt die Haubitze mal dahin. Da gibt es unterschiedliche Einheiten, wie gesagt. Ich glaube 15 oder 16 Stück. Wie die alle genau heißen, weiß ich nicht. Das ist so ein Versorger und gleichzeitig auch ein Truppentransporter. Deswegen steht auch TTP unten rechts. Da wird dann also auch angezeigt, was man machen kann. Ich werde mal eine Infanterieeinheit da reinsetzen und sie zumindest gen Richtung gegnerische Stadt, weil letztendlich will ich sie ja dann doch irgendwie besiegen. Wie weit kann der hier oben schießen? Dann mache ich das doch mal. Angriff ist die beste Verteidigung, sagte ich ja schon. Versuche es einfach mal. Ja, Infanterieeinheiten können auch über Berge, aber halt nicht so weit, logischerweise. Eigentlich ja selbsterklärend. Meine Haubitze muss man schützen. Die kann nicht zurückfließen in diesen ablaufenden Sequenzen. Deswegen stelle ich da eine Infanterieeinheit davor und schau mal, was gleich passiert. Wenn man zum Beispiel in ein Waldstück werde ich hier reinsetzen. Das heißt, der Gegner sieht diese Einheit tatsächlich erst, wenn er neben dem Wald steht, konkret. Also direkt im angrenzenden Feld. Das ist jetzt bei einer Infanterieeinheit jetzt nicht zwangsläufig so Gewinn bringt. Beim Raketengeschütz jedoch sehr natürlich, ne? So, wenn ich dann mehr Einheiten will ich gerade gar nicht bewegen. Und dann drücke ich einfach Knopf und sage dann Ende. Dann ist der Computer am Zug. Und dann mal schauen, was er macht. So, müsste eigentlich genau die Reichweite reicht. Dann schießen wir mal auf die gegnerische Artillerie. Kommt der da hin? Genau, den werden wir von hier aus angreifen lassen. Ist dieses Problem schon mal gelöst. Später in anderen Leveln gab es dann auch sowas wie Fabriken. Da kann man entsprechend Nachschub sich besorgen, beziehungsweise der Gegner. Da wird dann die Anzahl der Städte dann relevant. Wie viele Punkte kriegt man dafür und so weiter. Eigentlich nichts Neues, aber eben wirklich aus meiner Sicht sehr schön umgesetzt. Na, wage ich das Risiko? Wie weit kann die überhaupt schießen? Ich glaube, ich gehe dann einfach mal mit dem größten Panzer auf den Raketenwerfer. Das ist sehr, sehr gut. Damit dürfte das größte Problem damit behoben sein. Befürchte, ich kriege ein Problem mit der Haubitze hier. Die habe ich natürlich jetzt nicht wirklich beschützt.
Da kümmere ich mich gleich drum, gedanklich. Sehr schön. Den Panzer sind wir los. Okay, ich mal Wald und dann. Hier sieht man also auch, jetzt wollte ich es auf meinem Bildschirm zeigen, weil es wird unten rechts halt eben angezeigt, wie hoch die Schadenswahrscheinlichkeit ist. So dass man eben abwägen kann, macht Sinn, gegen die größten Panzer mit Infanterie anzukämpfen. Spoiler, nein. So, muss ich gleich mal in Schutz nehmen, denn die sind in Sicherheit. Artillerie bzw. Raketenwerfer können sich nicht in derselben Runde bewegen und gleichzeitig schießen. Das ist eine ganz wichtige Info, eben um zu wissen. Das heißt, der könnte mir zwar entgegenkommen, aber er könnte nicht danach auf meine Truppen schießen. Das heißt, ich habe danach noch Zeit zu reagieren. Vielleicht kommt denn der. Ziehe ich die mal dahin. Speer, der ist eigentlich ziemlich wichtig. Ziehe ich in den Wald. Dann lasse ich den mal wieder raus. Dahin. So dass der Raketenwerfer geschützt ist, zumindest für einen Zug. Dann setze ich den hier hin. Damit schützt er eigentlich meinen Raketen. Und den ziehe ich in die Stadt, damit er pro Runde eben, wie gesagt, zwei Einheiten wieder sich regeneriert. Und damit beende ich den Zug. Ein Schneesturm. Das sind diese besonderen Fähigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, was der Schneesturm war. Zieht der Punkte ab? Nee, macht einfach nur Schnee. Der greift jetzt meinen Panzer an. Das war auch klar. Das war wie kalkuliertes Risiko. Sehr gut. Der Haubitze kann ich darauf feuern. Also generell sind diese Fernkampfwaffen natürlich das Wichtigste, was man ausschalten muss als erstes, ne? Erst danach geht's, kann man dann ein bisschen freier agieren. Sehr schön. Komme ich mich schon in die Bedulie, was mache ich? Wenn ich den Panzer hier stehen lasse, also jetzt die Haubitzenangriffe, ist die Artillerie weg. Mit Sicherheit der Panzer danach aber auch. Ziehe ich ihn jetzt zurück? Wie kann ich ihn? Ich kann ihn auch nicht wirklich weit zurückziehen. Na gut, dann ist die Frage relativ einfach zu beantworten, was wir machen. Wir reiben sie auf und nehmen hoffentlich mit, was mitzunehmen ist. Das Spiel, ich habe es so nie gespielt, aber als besonderer Effekt,
Man kann es wohl zu viert gegeneinander spielen, wenn man eben vier GBAs miteinander koppelt. Wie gesagt, das habe ich nie gemacht, deswegen erzähle ich es einfach als Feature. Nehmt's hin und glaubt's, ich tu's. Und ja. Komme ich auch nicht. Ein Feld hoch. Und die Haubitze lassen wir mal, glaube ich, lieber nochmal. Wobei, einen können wir noch ran. Ihr seht ja, die Einheit waren vorhin 6, eine Runde später sind es 8. Das heißt, ich kann sie jetzt im Prinzip nächste Runde dann wieder vollwertig einsetzen. Und deswegen ziehe ich den Transporter mal zurück ein. Genau, habe ich noch nicht erklärt, aber es erklärt sich ja vielleicht selbst. Ihr seht es ja gerade. Später haben wir eben 20 Punkte. Alle Einheiten können maximal 10 sein. Das heißt, 10 Einheiten, Einheitspunkte, nennt es wie ihr wollt, können quasi dann pro Runde erledigt werden. Das heißt, 2 Runden bräuchte man. Hier nehme ich gerade ein bisschen schwere Verluste hin. Aber das müsste trotzdem reichen. So, und mit der Panzer, mit der angeschlagenen Panzereinheit müsste ich ihm eigentlich den Rest geben. Da oben die Infanterie ist noch vernachlässigbar. Oder gehe ich auf die? Ich gehe lieber auf die Haubitze. Und hier seht ihr zum Beispiel, unten rechts wird angezeigt, wie viel, ja, die Herzchen sind halt die Anzahl der Einheiten. Darunter soll eine Munitionskugel, glaube ich, darstellen. Und die sagt halt, eine Runde könnte ich mit denen noch attackieren. Danach müsste ich sie entweder in eine Stadt bringen, wo die dann aufgeladen werden, die ganzen Sachen. Oder eben mit diesem Truppentransporter könnte ich rangehen. Mache ich jetzt einfach mal. Und zwar rationiere den nochmal. Jetzt muss ich mal kurz gucken, weil, was ist hier passiert. Das habe ich noch gar nicht beachtet, aber noch ganz gut. Hat einen schweren Panzer. Stück für Stück arbeiten wir uns vor. Der Spielpanzer müsste ja eine Einheit ausschalten können ohne Verluste. Da habe ich nicht aufgepasst. Seht ihr, und so wird es halt schwieriger dann für mich. Mein Sidekick, Andy. Ich weiß nicht, wie es heißt. Nell, was ist los? Die Leiste ist voll. Ach so, jetzt kommt diese besondere Gabe. Aber ich weiß gar nicht mehr, was er für eine hatte.
Okay, also er kann reparieren. Wie mache ich das nochmal? Ach da steht Gabe. Macht das Sinn eigentlich? Naja, warum nicht? Die lädt sich mit der Zeit von alleine wieder auf. Sehr gut. Und die ziehe ich mal da rein, um sich wieder zu regenerieren. Hier muss ich natürlich jetzt gucken, was ich mache. Also richtig schwer kann ich gerade nichts machen. Der Panzer kann mich innerhalb von einem Zug erreichen. Nicht gut. Ja, da oben in der Karte, da könnte ich ein Problem kriegen. Da habe ich mich, glaube ich, schon verzockt. Diese Stadt auch meint. Ich glaube, mehr kann ich gerade gar nicht machen. Einer noch. Ja, die kriegen wir jetzt auch noch weg mit dem Geschütz. Das könnte ein Problem werden, wenn ich an den Panzer ran möchte. Stehe ich sofort im Schussfeld von diesem. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache.
Da oben sind ja keine Einheiten mehr. Dann werden wir uns mal langwierig auch zum Erobern der Städte machen. Ja, Olaf, allzu viel fällt dir aber nicht ein. Kommt her. Muss ich also ein bisschen ranpirschen. Kann ich die? Ja, wie kriege ich die da hin? Alles keine gute Lösung. Der Panzer fehlt da oben. Den dahin. Jetzt, wie weit kommt er? Ich versuch's einfach mal. Was soll's? Den setzen wir von bald aus. Oh, nicht mal ein. Ich versuche ihn mal zu locken. Ah, ich glaube, es ist nicht schlecht.
Eine noch. Versuchen wir da einfach mal. Sehr schön. Man kann auch verschiedene Einheiten des gleichen Typus später mal zusammenführen und so. Jetzt natürlich nicht im ersten Level, ne? Und Ziel ist es natürlich, da habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, entweder löscht man alle Einheiten aus oder die gegnerische Basis zu erobern. Kümmere ich mich mal um den. Wir hier noch was Sinnvolles machen? Wie weit kann der schießen? Na, das sieht nicht gut aus. Ich komme nicht ran an den. Ja, jetzt. Naja, vielleicht geht das. Vielleicht hilft das ja mit dem. Das ist jetzt schon richtig. Könnte natürlich die Einheit dorthin ziehen in der Hoffnung, dass das Geschütz auf ihn schießt. Sehr schön. Jetzt müsste ich dann nächste Runde rankommen. Nicht zu mutig werden. Okay, bis dahin kann man gehen. Den vernachlässige ich jetzt erstmal. Also ich vermute mal, der wird später noch versuchen einzugreifen. Video läuft schon seit über einer halben Stunde, also ich werde nur dieses Level spielen. Es ist ja auch nur ein Anspielen sozusagen, um euch das zu zeigen, wer es noch nicht kennen sollte. Das hat sehr gut geklappt. Jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Vielleicht kommt noch mal der Panzer und will noch mal was machen, aber da werde ich genau so werde ich blocken. Das wird hoffentlich reichen. Na, er macht gar nichts mehr. Er ergibt sich dem Schicksal. Das ist ja auch nett. So, noch eine Runde. Ja, die Namensgebung.
Andy und dann kommt Max oder Max und Olaf. Naja, das ist halt so. Manche nennen es Charme. So, dann gibt es am Ende mal eine Bewertung. Schnell war ich sicherlich nicht. Das ist eigentlich auch typisch japanisch, ne? A, B, C und dann gibt es irgendwie, glaube ich, noch S für super oder was auch immer. Genau. Da gibt es noch einen Rang. Ich bin momentan im Rang der Holzmaus. Kann ich stolz drauf sein. Genau, man kann dann andere Sachen sich noch dazu kaufen. Für diese 8 Münzen, glaube ich, noch nichts, aber. Ja, speichern brauche ich jetzt nicht. Und dann zieht das immer so weiter, wie ihr es seht. Ja, was bleibt noch zu sagen? Also es gibt für den GBA noch einen zweiten Teil. Der ist mindestens genauso gut. Ich habe jetzt einfach nur aus der Chronologie heraus mich für den ersten entschieden. Dem ersten auf dem GBA. Ursprünglich gab es die Serie schon auf dem NES und hieß, glaube ich, auch einfach nur Famicom Wars. Und ist aber auch nur in Japan erschienen. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich mal in der Powerplay eine Gameboy-Version sogar gesehen habe. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Für den Nintendo DS gab es meines Erachtens, also ein Teil auf jeden Fall. Ich glaube, auch da gab es zwei Teile. Und dann endete das Ganze. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren gar nicht so schlecht. Aber gut, die sind alles tolle Spiele. Also wer so ein bisschen Spaß dran hat an so einer Rundenstrategie, gerade für unterwegs ist es super, der kann das machen. Es gibt ein aktuelles Spiel. Ich glaube, dass sogar der ursprüngliche Designer sein eigenes Studio aufgemacht hat. Das Spiel heißt Wargroove. Gibt es für Switch, ich glaube PlayStation 4 und 5 auch. Und aber auch für die Xbox. Und da war es zumindest im Game Pass drin. Wenn es mal antesten will. Ich habe es mir damals gekauft, erst digital und habe dann erfahren, dass es irgendwann mal auch als Modul für die Switch kommt. Dann habe ich mir diese Version gekauft und dann habe ich nochmal günstig, ich glaube für 7 € eine erweiterte Modulversion gekauft für die Switch, wo auch noch der DLC dabei ist. Sehr empfehlenswert. Das Setting ist ein bisschen anders. Das ist eher so ein Mittelalter-Setting, aber sehr, sehr ähnlich. Man merkt, wo die Wurzeln liegen. Ja, das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe jetzt nicht wirklich in die Historie, bin ich nicht wirklich gegangen. Es geht ja ums Spiel letztendlich. Also, schönen Tag noch oder abends, wann auch immer es ausgestrahlt wird. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst.